ban. Und wir sind zurück zum Dotto in der ESL ThinkFast Razer League Qualifiers 4 im Spiel um Platz 2, 3 zwischen Team Sojasauce und Indie Gaming. Nach 20 Minuten Verspätung durch Dotto Network Failures endlich im Spiel und nach 2,5 Stunden Verspätung durch, keine Ahnung, anscheinend jemand von denen musste Essen machen und dann wurde es verschoben. Also im Prinzip 3 Stunden hinter Schedule. Endlich dann sonntagsabends mal das Spiel um Platz 3 und ich hoffe auf coole Plays, nachdem ich jetzt das Finale schon gesehen habe, was ein ziemlich geiles Spiel war und dann Starladder geguckt habe, bin ich jetzt zu viel, sehr sehr viel gewöhnt und ich hoffe, dass ich jetzt hier auch, dass wir jetzt hier alle hochqualitatives Dota bekommen. Und das sieht schon mal sehr vielversprechend aus, Skyrift Mage und Centaur Warrunner. Das wird gefightet werden. Und darauf. Und das ist. Ja. Ja. Okay. Centaur, Warrunner und Lich. Zen wird seine Lane unter Kontrolle haben. Lich sorgt dafür, dass eine weitere Lane unter Kontrolle wird. Und. Indie Gaming wird den Ogre Major pingen. Damit haben wir zwei Supports für Indie Gaming gesetzt. Und Team Sojasauce braucht noch einen. Ort. Ja, und das wird. Weiß ich nicht, das sollte jemand mit dem Stun werden für die Soße. Und sie müssen sich halt überlegen, ob sie mit Game gehen oder ob sie doch eher in die Richtung Late Game mäßig gehen mit dem Lich und dem Centaur Warrunner, der ihnen dahin hilft. Aber Indie Gaming müssen erstmal diesen Knopf für diesen Ogre Magi finden. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, aber man kann halt auch links halt so suchen und dann Ogre eingeben. Ob er jetzt Ogre oder Ogre eingibt, das kommt wohl auf die Sprache des Spiels an. Wobei, ja nicht unbedingt. Hat, das ist aber der falsche Knopf. Razer! Naja. Naja. Okay, Razer für Indie Gaming. Ist natürlich auch ein guter valider Pick. Ich bin nur beleidigt, dass sie keinen Ogre-Pick haben, weil jeder pickt Ogre. Na gut. Razer. Es ermöglicht die Possibility, da gegen den Centaur aggressive zu gehen und einen Razer gegen den Cent zu spielen auf der Safe Lane. Aber an sich dauert das natürlich auch erstmal so, um noch ein paar Helden zu picken, um damit die Lanes dann erstmal festzusetzen. Ja. Ja, irgendwas sollten sie jetzt bannen. Lifestealer, okay. Ja, Lifestealer kann man picken. Durchaus. Aber. Radiant Team Ban. Aber. Dire Team Ban. Weaver und Lifesteeder sind raus. Kann man machen. Ancient Apparition ist der andere Pick und mal schauen, was sonst noch so rausgebannt wird. Ich erwarte irgendwie einen Void, aber Team Sojasauce könnten den auch selber spielen. Sie haben First Pick und müssen den nicht unbedingt bannen. Außerdem ist da noch Ogre drin und der Anti-Mage tatsächlich wird gebannt. Okay. Könnte ja auch natürlich ganz gut funktionieren. Late Game. Also Ogre Magier oder Faces Void. Erwarte ich so ein bisschen für Team Sojasauce. Reserve time.
Und es ist ein Necro, wow. Ein Necrophos. Es fühlt sich doch schon sehr, also ziemlich tanky an. Muss ich mal sagen. Lich, Necro, Centaur, Runner wird schwierig. Wenn sie noch einen Dazzle dazu haben, haben sie wahrscheinlich kein Damage, aber ziemlich viel Tank. Und Indie-Gaming, tja. Void ist da. Das ist sich gar nicht mehr so schlecht, wer hier. Ansonsten Ogre Magi. Icon Terrorblade. Also, hey. Gibt's nichts. Und Earthshaker. Auch noch einer der besseren Supports. Cool. Auf jeden Fall wird es da Plays geben. Sehr gespannt darauf. Und Abaddon, tatsächlich, es ist ein richtiges Tank-Lineup. Wo sie halt auch erstmal durchkommen müssen. Aber Indie Gaming haben da durchaus Rezepte für. Nature's Prophet ist auch gut dafür da, um das zu kiten. Aber Earthshaker, Scarif, Mage Razor ist sure. Die sollten eigentlich schon durch so ein Lineup durchkommen. Außerdem haben sie halt jetzt die Möglichkeit mit dem Nature's Prophet schön zu Split pushen und das ganze Ding zu evaden. Tja, okay. Also was fehlt in den Teams noch? Wir haben Indie Gaming, denen ein Carry fehlt und Team Sojasauce, denen wahrscheinlich der Midlaner fehlt. So mit Mitte für Team Sojasauce etwas Tankiges, was aber noch irgendwie Plays machen kann. Könnte ich mir zum einen eine PA vorstellen, die mit Abaddon zusammen halt schon relativ fett ist. Zum anderen, was könnte ich mir denn noch vorstellen? Üblichen Sachen, die sind raus, Viper Razor, Brewmaster, nicht so einfach, Zeus, ja, Zeus wäre eine Option natürlich gewesen. Aber ich glaube, kommt ein schneller Pick, da sie schon wissen, was sie picken. Und nicht der Fall. Na gut. Für Indie Gaming brauchen sie einen Carry. Das kann, ich weiß es nicht. Es hätte ein Morphling sein können. Es kann aber sowas eher Richtung Spectre PA oder ja, Naga nicht wirklich, aber. Spectre PA, sowas in der Art. Undying vor Team Sojasauce, okay. Es scheint ein erstmal Pocket Strat zu sein, aber Tank ohnegleichen. Die Frage ist halt, ob Tank an sich reicht oder ob Indie Gaming da irgendwie wieder rauskommt. Sieht aber eigentlich eher schlecht aus. Weil die Stampede vom Centaur sorgt halt auch dafür, dass sie halt ziemlich nah dranbleiben können. Also mal interessant, ja. Invoker sorgt natürlich aber auch ziemlich dafür, also sorgt dafür, dass Indie Gaming ein sehr hohes Killing Potential hat. Durch das komplette Spiel durch. Ein sehr hohes Killing Potential. Sowohl Sprout als auch die Fischer und mit Slows. Sorgt halt dafür, dass da durchaus Kills mit Sunstrikes sehr früh vom Spiel an möglich sind. Tja, und schon geht's los. Spiel im Platz 3, Game 1, Fight! Indie Gaming geht los mit der Ange, Dr. Ange, in der Safe Lane, Aggressive Lane. Wir haben nur 7 in der Mitte auf dem Invoker. Wir haben einen Domo. Als Nature's Prophet, der wohl solo tatsächlich geht und eine Aggressive Trident. Mit Vorax auf dem Earthshaker, Panther auf dem Scarith Mage und Ange auf dem Razor zu guter Letzt. Dahingegen werden wir von TSS auf dem Necrophos haben. Lockdown auf dem Center Warner. L-Relax auf dem Abaddon. AAA. Auf dem Undying und hier der Lich, der Support mal in der Mitte Lane irgendwas holen will, nämlich dem Necro, der geht. Und tatsächlich scheint es nach einem Dodge auszusehen. Ich weiß nicht, woher sie das sehen oder ob sie generell aggressiv gehen wollten, was sehr, sehr wahrscheinlich ist mit Undying und so. Und da ist es hier vielleicht sogar eher ein Dodge auf der Seite hier. Aber, bitten hier den Center Warner.
ja, schon direkt sieht, okay, es ist eine Agro-Try. Vielleicht können sie hier noch rotieren. Durchaus möglich, aber wird ein bisschen spät und die Entscheidung ist getroffen, sie bleiben hier. Necroforce geht in die Mitte. Ein Sacrifice am Anfang an der Mittellane. Die Lane ist komplett die Lane ist komplett da. Draußen niemand blockt, aber auch 007 eben nicht. Dadurch, dass ihr auch gesehen habt, dass hier das FFF das nicht blockt und der Abaddon ist schon raus. Das ist natürlich nicht so gut. Und jetzt ist Lich aus raus. Oh, oh, zum Glück haben wir eine Pause. The Dados is real. Ja, da sind die Leute rausgeflogen, aber egal. Wir haben eine Agro-Trial-Lane. Also Nature's Prophet sollte damit eigentlich relativ okay sein, da er doch hinten bleiben kann, erstmal nur Levels braucht und das sollte eigentlich passen. Ist nicht Boots First, aber das kann sich ja noch ändern. Aber Lich treibt die Lane halt so ein bisschen zurück, was halt auch problematisch sein könnte hier für den Prophet, der bekommt da relativ wenig ran. Aber dann ist wieder da und dann kann es gleich los weitergehen. Ja, oder auch nicht. Hm, 200 Ping. Oh man, Easy Cut Guy, ja. Bahama Server, der Fug. Und das denn für Republikaner? Mr. President! Okay, anyway. Vorlex hat eine Invis-Rune gefunden und könnte die sehr wohl in der Mitte zum benutzen. Sacrifice in der Mitte, vielleicht wenn der Lich noch da bleibt. Könnte hier durchaus das First Blood verhindern, aber es ist, passiert auch nur, wenn Necrophos prinzipiell über diese Linie hier drüber geht. Was tut ihr da? Kann er sich hier hinstellen vielleicht zum Blocken? Okay, mit dem Scarlet Mage sollten die jetzt eventuell genug Damage haben, eigentlich nicht. Also gut. Rolex verkackt damit das First Blood, was halt super easy wäre, wenn er hier gestanden hätte, aber hier macht es halt keinen Sinn, ich weiß nicht. Das geht mir sehr zu Herzen, das ist halt einfach so hier, ich gebe dir einen Kill, bitte sehr, Invis-Rune. Da, nimm diesen Kill. Dann sagst du so, ach nö, lass dir einfach anders machen. Naja. Easy First Blood verschenkt von IG und TSS freuen sich natürlich sehr darüber und sagen sich, okay, du lernst unten gegen Nature's Prophet. Wollte Nature's Prophet erstmal okay sein, die Frage ist halt, wie viele Decay-Stacks natürlich dann draufkommen im Endeffekt. Aber Prophet sollte erstmal halt auch, so wie die Lanes gerade stehen, relativ okay sein. Jetzt ist sogar Scarlet Mage da, der durchaus, ja, der hat ein bisschen Harris dort macht. Die Lanes mal so ein bisschen durcheinander wirbelt. Dann in der Mitte halt Lich, bleibt noch beim Necro. Und Earth Shaker ist oben. Lockdown lockt sich oben in diesem Waldgebiet ein. Und da kann auch Vorlex mit seiner Vision nichts machen. Hier sind wir jetzt schon Level 2. Was für 2 Minuten im Earth Shaker tatsächlich relativ erstaunlich ist. Aber ja, also wir kriegen halt unten die Lanes. Hier, wo der Center noch nicht rankommt. Und es ist natürlich bitter, dass ein Center Warrunner auf seiner eigenen Lane da so weit rausgehalten wird. Aber es ist halt auch ein Razor gegen ihn. Er hat da generell ein bisschen Vorteile. Tja, in den Nastits haben wir die Mitte, die doch der Invoker ein bisschen dominiert. 8-1 gegen 4-3. Ähnliche Lastits, aber ein bisschen mehr die Nice.
Razor farmt sehr, sehr gut und Nature's Prophet tatsächlich auch. Ich werde ihn mit dem Dual Melee Strat halt irgendwie nicht so wirklich vom Farmen abhalten. Deshalb laufen die Lanes halt gerade zumindest sehr viel besser für IG. So. Andererseits, in der Farm kriegen sie halt schon noch auf den Leuten. Das stimmt schon. Aber an sich, klar, den Bock halten sie ein bisschen runter, dadurch, dass er weniger Creeps bekommt. Aber ich weiß ja nicht, inwieweit das wirklich relevant ist. Und unten, also irgendwie hat TSS quasi gerade keine starken Lanes. Und IG hat die Top-Lane gewonnen. Die Mittellane läuft halt gut. Invoker kriegt Farm mehr als Necrophos und der Lich macht nicht so wirklich viel auf der Lane. Und auf der Bottom-Lane sieht es halt ähnlich aus. Dementsprechend läuft es gerade absolut nicht so gut für TSS. Und ich glaube, sie brauchen da unbedingt eine Änderung. Weil so werden sie teilweise rausgeharrassed und teilweise halt auch einfach outfarmed. Networth, okay. Ging teilweise sehr stark runter, aber trotzdem. Dachte ich, wär ich schon mehr in favor of NG. Ja. Zoning is real, Level 3 wird jetzt Earthshaker, Level 3 ist auch der Centaur geworden. Invoker hat sich die Rune oben doch nicht genommen, weil hey, ist eine Regen, bringt nichts. Hätte jetzt ein bisschen Sunstrike absetzen können. Aber hey. First Blood ist noch nicht in Sicht erstmal, obwohl beide Lanes halt, also beide Gegner durchaus aggressive Lineups gepickt hatten. Aber oben wird nur ein First Blood sein, wenn Lockdown overextended oder tatsächlich Razor, wovon ich aber nicht ausgehe. Der Bottom Lane kann durchaus was passieren, wie jetzt hier, Sunstrike. Oh, haben sie nicht kommuniziert, Sunstrike ist jetzt raus, aber daneben. Es hätte wahrscheinlich keinen Kill gegeben, aber es hätte durchaus mehr machen können, wenn ja, Invoker da aufgepasst hätte. Beziehungsweise das Team halt auch gesagt hätte, dass sie ein Go machen. Verschenkte Chance. Mit Level 3 Sunstrike wäre da durchaus einiges möglich gewesen. Aber jetzt oben Wraparound, Sprout, kein Mana mehr. Das ist bitter. Aber es könnte auch reichen. Aber mit der Salve könnte er da wieder hochkommen. Allerdings ist er natürlich noch erstmal nicht hier free und wird hier das First Blood für Dr. Angel. Sie diven deep, aber es kommt keine Rotation. Denn sie unten sind jetzt halt auch alle low, haben noch keine DPs. Von daher ist da halt nichts möglich. So ein Lich oder so hätte da durchaus was machen können, aber niemand TPs und so. Scareth Mate kriegt tatsächlich den Abaddon, der nochmal umgedreht hat. Was mich jetzt überrascht hatte. Aber okay. Und der erste Tower fällt für IG, die hier sehr, sehr weit vorne sind. Ja, Centaur hat noch nicht seine Boots. Seine Regen Boots. Invoker in der Mitte läuft halt auch ganz super. Die drei Top-Farmer sind auf der Seite von IG. Das ist Invoker, der halt ein bisschen nicht dem Safe-Laner zurück ist, aber auch nur wegen den Sacrifice-Creeps. Ansonsten ist er gleich auf mit dem Farmer von Sojasauce, der jetzt hier halt als Melee nicht wirklich was gegen den Dual-Ranged Lane machen kann. Was ihm halt richtig schadet. Nehmen wir die K-Strats, aber jetzt sind sie da, Sunstrike. Okay, wollten sie nicht machen. Und jetzt ist AA, auf einmal das Ganze wieder umdreht. Weiß nicht, vielleicht hätten sie da lieber Kombos machen sollen, sowas wie Sprout Sunstrike anstatt nichts. Und dann tatsächlich fällt der Nature's Prophet hier für TSS, von TSS gekillt. Da haben IG jetzt aber große Fehler gemacht in dem Fight. Ja, okay, prinzipiell sind das aber halt auch genau die Fights, die TSS haben will. Solche Clutch-Fights mit einem Tombstone in der Mitte und allen Leuten am Leben, die man noch heilen kann. Von daher wäre hier Burst definitiv besser gewesen mit dem Sprout. Und er hat auch als. Wir waren halt alle ranged und er hat trotzdem den Sprout gebrochen. Was halt so okay. Mach mal aus einem 3-Sekunden-Stun, einen 2,5-Sekunden-Stun, einen halben Sekunden-Stun. Wären halt tatsächlich 3 Sekunden gewesen, wo der nichts tun hätte können. Und hat er was gemacht. So, Nature's Prophet kommt rein, Sprout wird jetzt gemacht, Sunstrike sitzt.
Und das ist eine Kombo. Das ist richtig. Auch schön hier. Schöne Wall. Konnte nichts tun. Schön executed von IG. Und vielleicht ist jetzt dieser Bann gebrochen von dem Fail. Und das executen sie öfters. Würde ich gerne sehen, dass sie ihr gedraftetes Lineup halt auch so executen, wie sie es geplant haben. Earth Shaker tatsächlich mit einem Soul Ring als First Item. Interessant, aber sollte relativ gut natürlich funktionieren. Auch 2 Punkte in Earthshock und kein Punkt in Enchant Totem. Auch interessant. Hätte jetzt was machen können. Ah, die Fischer waren ein bisschen off. Hätte man mehr machen können. Wird auch wieder Sunstrike. Trifft tatsächlich den Lich hier oben. Und na, jetzt chasen sie ein bisschen, aber es sind schon ein paar Leute tot. Wir sind ganz gut dabei. So oder so, sie kommt jetzt in den Force. Versucht zu chasen, hat aber natürlich keinen einzigen Stun, bis auf den Center. Und ja, dieser Fischer-Block sorgt sowieso dafür, dass da nichts vorbeikommt. Aber dann wird sie sogar low und könnte hier mit dem Scarif Mage tatsächlich down gehen, aber nichts möglich, kein Slow. Slow wird debufft hier. Und dann ist der Fight auch schon zu Ende. IG müssen wir gucken, dass sie nicht zu lange stehen, dass sie dann auch noch zu zweit hier oben sind. Weil unten pusht Invoker langsam den Tower und auch die Mitte pusht langsam in die Richtung. Die zweite Tower wurde denied, immerhin, aber es ist halt schon auch einiges an Tower-Vorteil. Die komplette Top-Lane-Tower sind weggepusht. Es ist einiges Gold, was da in IGs Bank geht. Ja, wir schauen mal hier nach 9 Minuten auf die Bank und ja, 7000 Gold im Vorteil. Aber jetzt wird hier oben, oh, schöne Fischer. Da könnte er vorbeikommen. Ja, da kommt er gerade so vorbei. Aber Sunstrike ist da und hittet auch wunderbar mit dem Slow. Schön gemacht, aber auch schöne Fischer, auch wenn sie ein bisschen zu knapp ist. Tombstone stand mal vorher da, aber sind sie schnell zurück in der Mitte. Haben wir einen Lich, der gesprouted ist und gesneakt wurde vom Nature's Prophet tatsächlich mit dem Ulti, okay. Das war aber nicht nett. Aber 6 zu 1 für IG. Die hier ihr Lineup sehr gut ausspielen. Und TSS irgendwie. Man hat halt unten gesehen, doch durchaus, dass die Stärke des Lineups vorhanden ist. Wir haben viel Melee, sie müssen einfach nur irgendwie chasen und einfach einen komischen Teamfight machen. Aber wenn das halt nicht passiert und wenn sie halt einfach gepickoffed werden, was halt das Lineup von IG da ist, dann dieses Lineup halt einfach mal auch gar nicht funktionieren, weil haben können sie nicht. Das Late Game haben sie jetzt schon verloren und da ist halt die Frage, so was sie halt damit machen. Sie müssen einfach nur snowballen, das ist halt so ein riesiges Snowball-Lineup. Das sehe ich halt absolut nicht. Schöner Sunstrike, aber auch schon gehypt und Mech und so. Nicht möglich. Jetzt ist Undying auf einmal mittendrin alleine, ist halt tief gedived. Obwohl sich der Rest schon zurückgezogen hat. Auch hier ein bisschen Communication-Schwierigkeiten von Team Sojasauce. Ja, sind ganz viele Zombies, sollte man vielleicht mal den Tombstone machen, aber ja. Jetzt geschehen. 100 Gold für den Invoker. Und der T1 Tower sieht mir relativ kaputt aus. Earthshaker positioniert sich hier, um jeden Deny-Attempt kaputt zu machen. Und das ist der dritte, vierte Tower für IG. Man sieht schon halt diese Aggression halt um den Tower rum und halt direkt kurz vor, aber auch schnell wieder zurück, wenn halt die Fischer nichts genommen hat. Bottomlane pusht rein und Nature's Prophet geht hin, kümmert sich um das Problem und fertig. Nature's Prophet könnte hier noch auf den Midas gehen oder er könnte sowas wie ein Maestrum bauen, was glaube ich sogar besser wäre, da sie damit halt auch einfach durchpushen könnten. Sie sind halt jetzt so auf ihrem Hoch-IG und ich weiß nicht, ob er da noch eine Midas braucht, weil das Late-Game haben sie so oder so. Ja, Stampede aktiviert, kommen sie hinterher, nein, der Razor ist halt immer noch zu schnell, jetzt sind sie vielleicht zu tief drin. Echo Slam auf 3, richtig schön, aber Fischer cool noch down, Fischer könnte jetzt, kommt er so raus, ja, er kriegt sie gerade so raus. Hat jetzt 2 Leute eingesperrt, nein, nicht ganz. Relax ist jetzt down, oh, ein bisschen verkackt das Ding. Aber tatsächlich kommen sie da alle raus und nur der Earthshaker geht drauf. Schöner Engage für TSS, aber ja,
Also, das war sehr, sehr, sehr klatsch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es da was gab. Es war auch hauptsächlich, naja, nicht IGs Fehler, aber sie sind halt weggelaufen und zu viert einfach auf den Gegner drauflaufen kann funktionieren, aber wenn sie ein bisschen besser positioniert sind, dann sehr schnell, aber auch nicht. Ja, so langsam sieht man das halt auch hier in den Last Hits. Alle Leute, also alle drei Cores von IG sind vorne mit dabei im Pool. Networth zeigt das genauso und sogar nochmal diesen Unterschied halt. Wenn man da sieht, 7 zu 2 steht es und die Cores sind richtig weit vorne. Center Warner braucht noch ein bisschen mit seinem Blink, hat auch Hoofstomp gemaxt anstatt Double Edge. Okay. Naja, vielleicht spielt er den Center Warner als erst zum ersten Mal oder so. Mana Regeneration haben sie hier keine, dass es sich lohnen würde. An sich, ja, gibt es eigentlich auch so keinen Grund für. Eventuell, Scarlet Mage kommt jetzt hier, macht einen Go. Was vielleicht nicht so gut. Na gut. Aber fast noch reingelaufen, schön. Schön gemacht. Aber mit der Mystic Flare ein bisschen zu lange gewartet und somit. Hier den Kill abgegeben. Ja, Repositioning, Razor geht auf Agas. An sich, ja, Prophet und Invoker pushen halt hier durch. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben die Grafen, die halt eine ziemlich eindeutige Sprache sprechen. Items ist halt auch sehr viel für IG vorhanden. Für TSS ist das Wichtigste das Mecha und ja, für Undying fast die Pipe, die draußen ist. Schön, jetzt kommen die Combos rein und richtig gut executed Combo von Invoker hier, der mit dem Meteor und dem Sunstrike als Abziel. Und Zept als erstes sind es halt relativ einfach zu executende Kombos, wo man auch nicht mehr den Tornado braucht. Und damit hat man noch so ein bisschen schneller ist, aber auch nur auf Solo-Pickoffs. Versuchen jetzt hier ein bisschen ranzukommen, aber nichts möglich, derweil pusht Nature's Prophet auf der Top-Lane mal wieder ein paar Tower weiter. Muss jetzt hier Lich aufpassen. 7, 8, Minus Armor, Minus Armor, Minus Armor. Wird relativ knapp, Sunstrike ist nicht vorhanden. Sunstrike ist jetzt geskillt, aber so richtig ist kein Ziel gerade vorhanden. Auf der Top-Lane, da kommt die nächste Combo. Bam, was ein schönes Echo-Slam. Aber das Lich Ulti bounced und Volex hat richtig viel Luck, aber kriegt den letzten Schuss tatsächlich ab und geht dann doch noch down. Immerhin etwas für TSS. Nature's Prophet kriegt den Solo-Kill auf den Lich. Tatsächlich hier. Schöner Deny allerdings. Und das waren richtig tolle Plays hier. Schöner Deny und schöner Snipe auch für den Abaddon. Gut gemacht, aber trotzdem. 4 zu 2 hier der Trade. Gold-Vorteil, XP-Vorteil und ein T2-Tower. Schöne Plays, aber ich glaube, es reicht nicht, um hier diesen Indie-Gaming-Train aufzuhalten. Hier ist ein T2-Tower auf der Bottomlane gekommen und vielleicht auch den T2-Tower auf der Mittellane, eventuell. Und dann langsam sich in Richtung Roshan bewegen könnten. BOT ist schon in von Invoker. Somit hier ein Speedy Speedy Gonzales. Um dem Invoker, auch wenn er nicht so viel auf Wex hat, gleicht hier das durch seine Items aus. Wirkt auch zusammen mit dem Splitbush Ziel so ein bisschen damit zusammen. So, Mitte wird jetzt gegoat. Schauen wir mal, ob sie den verteilen könnten, sollten sie tun. Aber IG sind auch nicht wirklich überzeugend daran, den Mitteltower zu holen. Ja, was muss TSS tun? Einiges, um wieder zurück in dieses Spiel zu kommen. Bisher sieht es jetzt gerade ziemlich danach aus, als ob das IG halt einfach runterspielt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber ich würde es halt auch hauptsächlich für den Draft schieben. Wenn TSS dann einen anständigen Draft hinlegt, dann könnte das durchaus anders aussehen. Und nur mit Global Threats kriegen sie den Center Warner schon fast gekillt. Er benutzt seine Stampede noch, hat nicht so viel Cooldown. Aber es war ein Moment in der Nähe, der von der Stampede profitieren könnte. Er selber war ja schon
Zu dem Zeitpunkt schon lange tot. Ja, die Mitte wird noch nicht so ganz angegangen. Und dann eher auf die Top-Lane. Ah, vielleicht werden sie hier greedy. Mit den Invoker vielleicht verlieren, aber auf jeden Fall muss TSS jetzt irgendwas tun. Sonst verlieren sie einfach nur die Mitte und kriegen dann Top reingepusht. Stampede ist down, vielleicht ist es was, was sie, wodurch sie rein wollen. Aber Roshan ist halt auch noch da. Force-Death für den Skyrath-Mage hätte eventuell doch einen Rod of Athos erwartet. Oh, und dann kriegen hier tatsächlich mit der Combo die Undying auch direkt kaputt. Werden sich wahrscheinlich hier erstmal hinzu konzentrieren. Nochmal sammeln, die Ultis ablangen und dann kurz bevor die Undying wieder da ist, den Go machen. Vielleicht mit der nächsten Creep Wave, die dafür passend hinkommen könnte. Und TSS, sieht man schon, sind halt nur zwischen hier und hier am Rotieren. Tja, aber Invoker ist nicht da. Und daher wollen sie tatsächlich doch keinen Go machen hier. Weiß nicht, jetzt ist halt die Zeit zu kommen und nicht den Dschungel zu farmen. Okay. Im Perfect World Szenario würde halt jetzt hier das komplette Team auseinanderfallen, weil halt Invoker einfach nicht kommt. Aber, naja. Es gäbe da so ein Team, was das durchaus machen könnte, wenn das passiert wäre. Das Prophet kann einfach weglaufen. Kein einziger Stun auf der Seite von TSS. Link Dagger auf Center Warner ist jetzt fertig. Nächstes Prophet gönnt sich auch ein. Um halt hier ein bisschen besser zu werden. Stampede ist jetzt an, wird aber nicht wirklich zu Dingen. Witch Ulti bounced immer noch, ist jetzt vorbei. Fischer hält alle Leute in der Base drin und erstmal wieder disengage. Dann haben wir hier zwei Ultis down, beziehungsweise drei Ultis down, wenn wir den Undying mit einem zieht. Und sie kriegen tatsächlich trotzdem noch einen Kill. Aber die Frage ist halt, was danach noch? Sind hier alle zusammen gegroupt, kriegen jetzt den Razor Kill und IG muss sich wohl zurückziehen. Noch ein weiteres dann. Schöner Dodge mit dem Old Scepter. Frage ist halt, was bringt es? Muss hier eventuell gleich unseren Ghostwalk anmachen. War scheint erstmal okay zu sein. Ups, da wollte man nicht hinklicken. Und fällt hier auch einfach down. Hatte nicht ganz, glaube ich, rechtzeitig seinen Walk fertig. Und jetzt gehen sie auf einmal Kills und Kills ab. Nächstes Prophet sollte hier auch eventuell noch down gehen, wenn er da nicht anders. Wenn er da nicht seinen Blink-Digger hätte. Sehr greedy. Und das zeigt, das sieht man so langsam, dass sie hier. Naja. Das ist diese übliche einmalige Throw, den die meisten Teams hier so von sich liefern, sind weit vorne und dann tun sie nichts, warten vor dem High Ground einfach darauf, Pick-off zu werden. Und das ist halt auch gerade das, was passiert ist. Mal schauen, ob sie den Fehler nochmal machen. Aber Roshan ist ja noch da. Also führt IG sind jetzt. Achso, Spectator Chat ist es, okay. Beam ist nicht bei mir down gegangen, glaube ich. Aus. Daher. Tja. Aber ja, bin ich, von daher. Also einfach mal ignorieren. So, jetzt kommt hier ein Go-Smoke von TSS. Gehen hier rein, der bringt seine Kombos noch raus, reicht aber nicht ganz. Tombstone steht, eventuell Undying stirbt jetzt schon. Das kommt nicht ganz weg. Razor steht halt mit drin mit dem Lightning, hat auch noch einen Mecha. Zündet es jetzt. Und schön zurückgeschmissen hier von mit dem Deafening Blast. Und jetzt könnten sie es eventuell turnen. Witch Ulti ist auch vorbei, kriegt hier ein bisschen was ab. Stun ist gleich vorhanden, Double Edge wird rein. Invoker ist hier ein bisschen drin, hat noch Cooldown leider auf dem Invoke, sonst hätte er hier wesentlich mehr rein können. Jetzt ist Earthshaker da, noch kein Blink Dagger. Ja, ein bisschen daneben. Aber halt, hat auch keine Vision. Und es steht 2 zu 1 hier. Beide Teams haben, ja, es war vollkommen even, auch in der XP. Tja, war sehr gut von beiden Teams, diese Teamfight war ein bisschen geklatscht. Hatten beide Teams Vorteile, aber Invoker hat dann einen schönen Deafening Blast geworfen und hatte dafür gesorgt, dass sie rauskamen.
Außerdem war noch das Mecha da, was dann halt den Unterschied gemacht hat. Razer. So, müssen ihre Lanes wieder unter Kontrolle bekommen und dann. Dann können sie ein weiteres Mal versuchen, Highground zu gehen. Oder sich erstmal um The Big Man zu kümmern, um Roshan. Das Shaker wird bis dahin seinen Blink-Tagger haben. Könnte halt auch dieses Enchant-Totem benutzen. Aber. Will sich sein Mana sparen. Ja, mit Shrinking Boots ebenso schön gemacht, aber jetzt dann nicht mehr. Weiß ich nicht. Bam. Big Dagger ist in 20 Gold fertig. Und dann könnte das ungefähr ein Timing treffen von IG. Mit schönen Echo Slams ist da durchaus einiges möglich. Auch schönes Spacing hier von den Trees, die halt eine schöne Vision geben für den Nature's Prophet. Dass er sich halt relativ sicher sein kann. Mjolnir damit auch fertig in 800 Gold. Und ja, das ist Invoker. Ups. Naja, das war ein bisschen daneben. Sollen wir vielleicht erst blinken und dann Stampede anmachen. Oder anders in Range kommen. Aber ja, sie müssen etwas versuchen. Sind halt immer so als Team, aber halt doch relativ plump zusammen, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist halt die Movement. Sie haben den Center als Initiation, aber irgendwie klappt das halt nicht so ganz. Der Rest ist halt Nahkämpfer und kommt nicht so wirklich dran. Jetzt hier oben den Ward haben aber wohl keine Sentry, um da was gegen zu tun. Und vielleicht gehen sie Hellgrund, weiß ich nicht, sollten sie vielleicht nicht tun, sollten erstmal Roshan holen. Aber sie sind halt schon relativ weit voraus. Die Grafen haben sich jetzt bei 15k einsortiert, sind jetzt hier drin. Blink nach vorne vom nächsten Spot, vielleicht ein bisschen zu weit drin, aber es schafft es ganz Center aus mittendrin. Hat noch sein Mega rausbekommen, Dr. Angel belebt ist halt. Schöner Echo Slam, Glitch Ulti bounced jetzt ziemlich tief rein. Und jetzt gehen halt immer in die zweiten Down, bounced noch einmal, Dr. Angel belebt gerade so. Center ist jetzt drin. Schöner Silence, der die Double Edge verhindert. Und Invoker überlebt das Ganze noch. Könnte jetzt hier eventuell von einem Coil gesniped werden. Nope, passiert noch nicht. 4 zu 1 bisher der Trade. Richtig schöner Trade von IG. Jetzt hier versucht mal reinzukommen, aber da ist das Proud und das besiegt das Schicksal. Dann mit der Miscoil sich wieder mal hinein und kriegt tatsächlich noch einen Kill auf den Skywraith Mage hier oben. Mal wieder. Was für Plays hier rauskommen von Relax, ist super. Schöne Plays, das Sieg des Schicksals bei 5 zu 2 und die ersten kommen schon wieder, von daher müssen sie jetzt hier gucken, ob sie da noch den Tower bekommen. Aber zumindest den Tower werden sie bekommen, aber 907 sollte da vielleicht zurückkommen, hat jetzt eine Salve genommen und guckt, dass sie hier bleiben. Meteor-Kombo ist da online, Mecha ist kein Mana für Mecha, das sollte jetzt ziemlich schnell kommen. Und ein Decay noch. Und jetzt kommt die Kombo von Invoker, der den Necro fast umbringt, aber hat noch einen Mecha. Und Undying holt sich einfach Invoker und Razer, die halt viel zu lange dran geblieben sind. Das war sehr, sehr greedy. Und von IG und halt auch zu greedy, ganz einfach. Dieses Zombie folgt dem Nature's Prophet bis zum Ende der Tage. War der Tempestorm hier oben irgendwo? Krass. Ja, jetzt geht's nach oben. Versucht den Lich hier dann zu bekommen. Ah, die Fischer sorgt dafür, dass er sein Leben verliert. Schön noch ein bisschen Global vom Nature's Prophet drin. Aber an sich erstmal wieder Overextensions von IG. Die dann das Spiel noch ein wenig verlängern. Meiner Meinung nach, glaube ich, hätten sie das Spiel schon gewonnen haben können. Aber, naja. Wir sind weit vorne. Deshalb kann ich ihnen halt in dem Sinne nicht verübeln, dass sie hier noch ein bisschen langsam machen. So, Networth sehen wir ja hier. Wir haben itemweise richtig viel. Razer Invoker hat jetzt halt auch seinen Agas. Wird Spells, ob sie Spells rausholen. Nature's Prophet hat den Damage eigentlich soweit draußen. Skyrath Mage geht wohl auf ein weiteres Oils. Und Earthshaker hat erstmal seinen Blink und ist damit fein. Auf der Seite von TSS haben wir Items auf dem Undying mit einer Pipe und im Center Warren auf dem BKB als zweites Item. Okay, schöner Echo Slam zum Beginn hier von Bodex.
und Permastun für A, bis der Rest da ist. Aber die Frage ist, ob der Rest kommt. Just Profit steht die gesamte Zeit down, right-clicked, aber sie kriegen ihren Dying einfach nicht down. Schön, schön, schön gemacht, dass sie hier. War halt zu tanky und ein bisschen zu greedy, die Zweite das zu machen. Echo Slam war halt einfach nicht genug auf einen, um damit Pickoffs zu machen. Und da bezahlt Olex mit seinem Leben mit. BKB für Razer auch bald fertig. Allerdings hat das hier nicht so viel Impact, würde ich so sagen. So langsam kommt der Hauptdamage eigentlich als Right-Click raus. So, weiterhin. IG müssen die Map kontrollieren. IG muss hier irgendwann mal sich zusammenreißen und einen Five-Man-Push machen. Mit vorne Helm Pickoff oder nachher. Invoker muss seinen Kill bekommen. Und dann muss es halt auch einfach mal sein. Holen sich Hirosh und damit ist es wahrscheinlich etwas stabiler, etwas fundamentaler, dass sie es hier durchbekommen. Hauptsache seinem Spaß. Ja, da sieht man ungefähr den Status des Spiels mit diesem Trollen. Ja. Item Timings für TSS nicht so wirklich. Vladimir ist jetzt da. Arganis für Necro kommt bald. In 40 Gold. Das ist auch schon einiges. Das hat auch einiges an Damage, dass er mehr rauskommt. Aber habe das Gefühl, dass es jetzt erstmal auf den Jedi mit der Aegis kommt. Und damit ist es halt nicht so. Wird es wahrscheinlich nicht so viel Impact haben. So. Alle sollen nach oben kommen. Razer wird gepinkt. Aber Razer stellt sich einen Dreck um sein Team. Und wird erstmal am Ende stehen. Wird initiated drauf. Lich Ulti kommt rein. Mal schöner Echo Slam hier auf vier Leute. Aber im Endeffekt die Reaper Side sorgt dafür, dass er beendet wird, haben einen Kill bekommen, aber verliert den Earthshaker dabei. Und tja, alle sind wieder hoch, Mecha ist da und jetzt kriegen sie die Schlappe dafür. Skywrath Mage kommt ganz gut rein, kriegt tatsächlich auch den Kill. Allerdings das Sentry kommt zu spät. Walker kommt gerade so mit dem Ghostwalk weg, aber das war halt sehr, sehr, sehr knapp für IG. Das hätte schon fast den Turnaround geben können für TSS. Damageweise kam hier fast auf beiden Seiten gleich viel Damage raus. Tja, keine Ahnung. IG wurden gegoat, weil Razer out of position war. Stand hat High Ground, sein Team. Ja, wollte nicht da hochgreen. Haben wir auch wieder auch angepinkt, geht er weg. Aber Razer hat gesagt: Nope, ich gewinne uns das Spiel alleine. Wurde geinitiated und damit haben sie erstmal den Earthshaker verloren. Und fangen hier an, doch ein paar Dinge wegzuwerfen. Vielleicht könnte das eventuell auch von der Greedy-Halt von IG da TSS zurückkommen. Bin mir nicht sicher. Eigentlich sind IG zu weit vorne, um das halt wirklich nochmal abzugehen. Allerdings scheint der Throw in IG relativ groß zu sein. Kriegen hier nicht die Range-Tracks. Ja, und Stampede wurde. Ja. Da sage ich jetzt aber lieber nichts zu. Und alles irgendwie sehr, sehr naive Plays von TSS. Die halt nur, teilweise nur funktionieren, weil LG halt diese super greedy spielt, wie hier. Auf einer Undying, die halt viel zu viel Leben hat. Hier viel zu viel war das jetzt nicht, aber. Bin wirklich am Limit hier. Aber auch LG. Walker rackt sich langsam. Aber sicher, hat bald sein Hex fertig. Gehen jetzt hier hoch und gucken im Splitbush, denn ist da alles eine Ablenkung. Versuchen hier oben die Range Tracks zu bekommen. Das sieht mir so aus, als ob sie das bekommen. Razer Ulti ist an. EMP trifft immerhin AAA. War nicht so wichtig. Centaur geht jetzt rein mit dem BKB. Und sie kriegen immerhin den ersten Down. Necrophos holt sich den Kill damit. Jetzt ist auf einmal Razer alleine da drin. Invoker kann da nicht wirklich rein. Aber. Ja, okay, Ding ist halt schon down. Das ist halt
ziemlich bitter. Ist jetzt gerade runtergegangen? Nein, hat er verloren hier. Razer geht auch down. Double Kill für Necro. Main kein Necro Kill. Lich kriegen sie noch down. Aber. Ich weiß nicht, sie haben eine Range Barracks bekommen. Ich glaube, kriegen sie auch nicht die Range Barracks. Hier bezahlt. Oh, schöner Blick raus von Earthshaker, der vielleicht mal fischern sollte, um jemanden zu bekommen. Ja, den Scarlet Mage kriegt er. Den kann er auch einfach mit dem Old Scepter dodgen. Ja, du kannst noch wirklich einfach im Old Scepter dodgen, mein Gott. Aber jetzt, Silvoka spielt halt ein bisschen von hinten. Und guck mal, richtig schöner Echo Slam, der hier reingeht. Aber kein Mana für die Fischer, das ist halt schade. Aber trotzdem könnte hier der Kill rauskommen auf Necroforce. Reicht nicht ganz der Damage und 007. Aegis poppt. Und der hat die Aegis. Earthshaker hat leider auch keinen Mana hier, um was zu tun. Hat einmal Stun. Aber sie spielen hier auch wieder am Limit. Jetzt kommt der Skyrath Mage wieder zurück, aber auch mit nie keinem Leben. Wenn der Necrofoss sich einfach umbringt, kann es ja ziemlich schnell ein Kill werden. S-Wall ist da. Invoker ist mal wieder zu weit und ist tatsächlich zu weit vorne. Reaper Sight und 105 Sekunden auf Cooldown ohne Buyback. Ja. Sustain hat TSS ungefähr so viel wie kein anderes Dota-Lineup. Und das wird gerade eigentlich zum Verhängnis, denn. Ja. Wir wollen einfach nur ein bisschen Spaß haben und geben damit halt so ein bisschen das Ganze gerade ab. Gehen hier raus, Mr. Pete ist tatsächlich hier rum, um diesen Berg hier rum ausdreft. Schön gemacht. Unten ist es Nature's Prophet, der jetzt dann doch die Rex bekommt. Zusammen mit Razer, der jetzt drin ist. Frage ist halt, ob er da nochmal rauskommt. Versucht hier drin zu sein. Allerdings. Ich weiß nicht, was er da tut. Hat jetzt BKB aktiviert. Holt den Lich sich noch. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel von ihm. Und fällt jetzt dann einfach down, ohne überhaupt den Anschein zu erwecken, ein bisschen zurückzugehen. Womit IG fangen an, sich so langsam einfach so in die Gegner reinzufeeden. Ohne Sinn und Verstand. Ah, the throws are real. Holt sich hier noch die Ranged Racks. Aber die Melee Rex, ein bisschen Damage immerhin, aber ist nicht so viel. Andererseits Center One, da könnte halt auch ein Problem sein. Blink hat er, von daher sollte es eigentlich passen. Ja. Nellefinger. Und Surround tatsächlich. Surround sich hier mit den Treens. Könnte sein, dass TSS hier ihren ersten T1 Tower bekommen. Hm. Sieht danach aus tatsächlich. Dass ich das noch erleben darf. Hyrax down, Hilfe wird benutzt. Warum nicht? Und bald sind IG wieder da und können weitere Throws machen. Nature's Prophet kommt rein, erste TP kommt rein, zweite TP kommt rein. Okay, sie wollen nicht contesten, aber zumindest die Kills dafür holen. Ice Ward ist da, Necro ist aber mit BKB jetzt drin und Invoker kriegt auf einmal relativ viel Damage. Schöne Fissure, aber Necro ist drin. Scythe ist halt on cooldown, aber Necro. Ja, Invoker macht sich einen Invis, sonst kommt er das nämlich voll aufs Maul. Geht auch auf Argas hier, der Earthshaker. Müssen sich tatsächlich gegen zwei Händen zurückziehen. Sie sind zu fünf hier. Und trotzdem laufen sie hier weg. Es ist sehr interessant zu sehen, dass sie halt nicht einfach goen. Jetzt sind es drei und der Razer ist mal wieder ganz alleine drin und wirbt gegen die zwei halt dementsprechend auch. Auf der anderen Seite haben wir den Abaddon, der ganz alleine ist. Poppt jetzt wird, aber wir sehen halt auch, wenn auch alle laufen hier zurück und helfen nicht dem Razer, der dann hier. Alleine gegen das Lineup stirbt, also the throws are real, IG werfen das Spiel aber richtig im großen Spiel weg, im großen Stil weg. Nature's Prophet ist noch da und wird ihn vielleicht das Spiel zum Gewinnen retten, aber was da IG gerade hinlegt, invalidiert so ziemlich die meisten Performance, dass sie so hard thrown und doch so scheiße Dota spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt gerade sehr, sehr schade zu sehen. Das ist halt so ein klarer Sieg, schön gedraftet, schön outgedraftet. Vielleicht auch eher die Schuld von TSS, aber dann halt so, ja, so das Spiel wegzuwerfen. Sehr, sehr schade. Ja, genug gerantet. Mal schauen, was wir uns sonst noch so angucken können. Scareth Mage geht vielleicht jetzt auf einen. Ja, wird wahrscheinlich jetzt auf einen Agas gehen. God of Athos scheint wohl da nicht so beliebt zu sein bei diesem Scareth Mage. Earthshaker geht auf Aghanims. Hätten vielleicht eine Veil kaufen können, weil sie so viel Magic Damage haben, aber sei es drum. Nature's Prophet, BKB, ne, Desolator tatsächlich, okay. Razer wird wahrscheinlich demnächst ja auf Refresher gehen.
Invoker? Was braucht denn Invoker nach dem Hex noch? Hat 2000 Gold. Mal schauen. Entweder Platz für die Aegis oder... Ah doch, God of Athos. Ausgezeichnete Wahl von Skyrath Mage. Weil das ist halt genau das, was sie brauchen. Bisschen Sloan. Besonders auf dem Center Warner und auf der Undying, die halt gerne in der Mitte sein möchten. Aber für Abaddon so langsam. Blade Man ist da. Lich tankt auch ein bisschen ab. Bumps, ja, sind schon länger da. Hat jetzt ein bisschen Mana Regeneration. Undying hat einiges in Tank bekommen. Geht auf den Shivas, ist aber... Ja, er hat genau das Shivas gerade fertig bekommen. Center Warner geht auf AC und Necro wird vielleicht nach seinem Agas vielleicht einen Refresher bauen. Vielleicht. Mit der Stampede. Und Razor bezahlt das ziemlich schnell mit seinem Leben. Kann hier das BKB und das Mecha rausbekommen. Eventuell können sie das hier turnen. Skyrath Mage ist relativ weit vorne. Müssen die BKBs abwarten und dann wird direkt reengaged. Daher sollten vielleicht hier auch sie aufpassen. Ah, da kommen die Wards. Die Wards kommen nicht rechtzeitig. Okay, hätten auch einfach turnen können hier nach den BKBs, aber muss ja nicht. Finden hier einen Razor, können sie den Ulti proppen, aber erstmal mehr auch nicht. Und jetzt ist ein Walker da drin und... Haben keine Sentries, seriously? Komm schon. Keiner Sentries? Nein, keiner Sentries. Na gut. Und da steht er einfach. Naja. Kann ihr eventuell auf den Kurier gehen? Komm, hier Snaps. Aber jetzt ja, ist zu weit vorne. Undying ist zu weit vorne, kriegt hier einen Kill. Aber. Ja, okay. Echo Slam als letzte Möglichkeit, ihn hier zu nehmen. Whoops. Necro holt sich in der Fall den Razor da unten. Er ist 94 Sekunden down. Und jetzt ist Nash's Prophet zu weit. Also splitten sich jetzt auf, 2 zu 3. Weil, naja, wir sind ja unbesiegbar. Bezahlen dementsprechend ganz unten auf der Lane mit 2 Kills. Der Necrofort wird richtig fett immer weiter. Gareth Mage ist jetzt irgendwie alleine. Könnte Force-Steffen machen, aber das wäre ja auch viel zu langweilig und stirbt ja einfach so. Deafening Blast macht ihm ein bisschen Schutz, aber natürlich geht der Invoker zurück, denn man ist ja greedy. Aber naja, ein Sentry Ward ist jetzt hier, aber geht anscheinend doch raus jetzt. Bietet sich genau in die Mitte, wo alle anderen sind und wird wahrscheinlich vom Center Warner gebaut. Okay, nicht ganz. Der Ward war offensichtlich. Aber naja. IG Throat weiter. Und verzögert sich dieses Spiel immer weiter. Aber naja. Es ist ein Best of Three. Sie hätten es ja halt doch einfach beenden können und im zweiten Spiel halt ihre Spaß machen können. Aber eventuell ist es halt so TSS, die dann auf dem Rücken halt da ein bisschen gewinnen können. Westshaker ist 1000 Gold vor seinem Aghanims. Aber Kurier ist ja gerade tot. Er ist da auf der Hinsicht gerade nichts zu machen. Aber ja, Earthshaker farmt und sie kriegen den zweiten Rush dann hier unten. Mit einem Broker. Broker wird das Ding eventuell nehmen, oder es wird nicht das Prophet sein, der noch einen Basi abzwingen hat. Aber nein, Midas wird weggenommen. Invoker holt sich die Aegis. Ist auch durchaus sinnvoll. Basi wird weggelegt, genau. Midas kann man immer noch gebrauchen. Vielleicht auch ein Kurier zum Wechseln oder sowas. Na, mit 41 Minuten wird es noch langsam ein bisschen spät. Dann guckt man uns hier mal den Networth an, ne? Falls ihr mal drauf geachtet habt. Der SS kommt langsam hoch. 18k und 15k. So langsam sind sich auch im Networth wieder da. Die Grafen haben sie richtig weit runtergezogen. Von knapp 20.000 jetzt wieder auf plus 8.000. Und XP ist komplett even. Mal schauen, ob IG weiter throat. Edge's Prophet ist hier hat ein Problem. Aber TP'd halt einfach raus, sollte vielleicht hier bleiben, weil sie jetzt hier reengagen. Warum auch immer. So, Lich kriegen sie down. Aber schönes Old Scepter, der sich selber Old Scepter ist. Invoker ist hier down, könnte vielleicht jetzt einen Ghostwalk anmachen. Zu langsam. Na? Ghostwalk? Du bist du schneller. Das kannst du schon machen. Außerdem hätte dich dieses Ding hier sonst. Aber er denkt immer wieder, er ist halt schneller ohne Ghostwalk anzumachen und ist full greedy, wird wahrscheinlich gleich irgendwie gestunt werden und dann sterben davon. Wir kriegen jetzt hier immer in die Top Towers, einfach nur, dass da Razor halt drin steht und halt stark ist. Kriegen den Necro tatsächlich down, Buyback vom Necro. Razor ist jetzt hier drin, sollte hier rein TP'en und den Razor killen. Er ist einige Zeit down, aber Necro kauft sich kein TP und will auch sonst nicht an die Front.
Invoker hat jetzt seine Aegis gepoppt. Wir sind keine da. Ah, knapp daneben. Könnt ihr Stampede anmachen? Aber ja, ist ein Picklet, kann leider das gerade nicht machen. Stampede? Nee. Okay. Könnte hier wirklich Stampede machen, aber na gut. Kriegt's auch so, 99 Sekunden für Razor Down. Aber das sind Mega Creeps. Und ich glaube, so langsam hat IG das geschafft. Meine Güte. Ja. Mega Creeps haben das ein bisschen, haben die halt rausgezogen und dann die Rex gemacht, okay. Aber, weiß nicht, vielleicht sehe ich zu viele Throws hier, wo keine Throws sind. Aber dieses Spiel sollte jetzt endlich vorbei sein. Und dann können wir in Spiel 2 gehen, was hoffentlich besser executed ist von den Teams. Mann, 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 Mann. So, normalerweise rente ich doch nur so viel bei SD Games. Nächstes Prophet tippt randommäßig irgendwo rein, okay. Und will einfach die Tower wegtun. Von mir aus. Wenn es das wert war. Alles checkert. Jetzt seinen Aghanims. Pipe an, aber nichts machbar. Kein Gem. Da wird's schwierig. Hart ist auch noch nicht auf Down auf Center Warner. Hat sich halt lieber noch ein zweites Vladimir's Offering gekauft, neben dem Abaddon, der das halt schon lange hatte. Ist vielleicht sinnvoller. Oh, zu früh gestunt. Zu früh. Irgendwie die Execution läuft nicht ganz in dem Broker. Holt sich jetzt hier die Undying. Mystic Flare macht einiges an Damage. Und da poppt der. Schöner Echo Slam ins Nichts. Ich hab beide mit durch den Tornado hochbekommen. Jetzt ein bisschen Klatsch, aber sie kriegen hier wahrscheinlich alle Down. Necros jetzt hier drin. Wallex stirbt für einige längere Zeit. BKB ist für Necro noch an, von daher kann er weitergehen. Er hört Grimshi gerade jetzt auf. Und der Thron ist unter Gefahr. Der T3 Tower ist down und Nature's Prophet rettet sich soweit zum Sieg. Noch nicht ganz. Aber der Thron kriegt einiges an Damage. Das können sie natürlich nicht so lange aushalten. Ordon hat fast kein Ulti, aber Nature's Invoker könnte sich jetzt hier selber umbringen. Nein, lässt es seine Minions machen. Beziehungsweise die Mega Creeps, die natürlich einigen Damage machen. Und dann passt es hier. Sunstrike, nicht ganz gepasst. Und Nature's Prophet sollte gleich hier reinblinken und den Thron holen, mit den Invoker zusammen. Ja, sollte das hier GG sein. Schön gespielt von IG, würde ich jetzt übertreiben. Aber sie haben es dann doch endlich irgendwann mal nach 20 Minuten gesagt, hey, okay, lass uns mal zufällig das Spiel gewinnen, weil wir lang genug thrown, aber nicht so stark gethrown bekommen, dass TSS zurückgegeben hat. Auf jeden Fall Kratz an TSS, dass sie dann doch noch so weit im Spiel geblieben sind und sich hochgekämpft haben, aber es hat halt leider nicht ganz gereicht, einfach weil das Lineup halt auch Late Game einfach zu stark wurde. Obwohl der Necro halt da drin war und sehr gut dagegen gehalten hat. Aber alles ein bisschen unprofessionell, alles ein bisschen durcheinander. Na gut, das war das Spiel um Platz 3, das erste Spiel in der ESL Thinkfast Razor League. Ich bin Sisterson Dotor und es geht jetzt ins Spiel 2. Stay tuned!